62 Charaktere also. Die Kämpfer aller Vorgänger geben sich in Mortal Kombat Armageddon die Ehre. Neben Spezialattacken verfügen eure Recken über mehrere Kampfstile. Meist greift ihr dafür auf allerlei Hieb- und Stichwerkzeuge zurück. Altmeister Matthias will mir hier als Sub-Zero zeigen, wo es lang geht. Ha, niemals! Kann er das Ruder doch noch herumreißen? Später mehr dazu. Die Spezialangriffe gehen recht leicht von der Hand, die Kampfsteuerung ist aber serientypisch wieder etwas hakelig. Soul Calibur 3 spielt sich da spürbar dynamischer. Die Hintergründe sind meist unspektakulär, dafür begeistert mich der trashige Charme der Charaktere. Erfrischend auch, dass sich Mortal Kombat Armageddon selbst nicht allzu ernst nimmt. Zurück zum Anfang. Natürlich hat Matthias keine Chance. Zusätzlich zum klassischen Beat'em Up beinhaltet Mortal Kombat Armageddon wieder einen Conquest-Modus, diesmal mit dem tapferen Helden Taven. Das etwa 10-stündige Abenteuer sieht ganz passabel aus, die Steuerung ist aber sehr gewöhnungsbedürftig. In den Massenkeilereien müsst ihr die Leiste am rechten Bildrand mit Blut füllen. Je nach Gegnertyp wendet ihr hierfür unterschiedliche Strategien an. Euer Held verfügt über ein umfangreiches Repertoire aus Schlägen, Tritten und Spezialangriffen. In Tavens Abenteuer könnt ihr zahlreiche Boni freischalten. Hier findet ihr ein Kleidungsstück für den Create a Fighter Modus. Wem über 60 Kämpfer nicht genügen, der kann sich im umfangreichen Charaktereditor seinen eigenen zusammenbasteln. Vom Gesicht über die Kleidung bis hin zum Kampfstil könnt ihr hier nahezu alles verändern. Jedoch stehen euch nicht alle Optionen von Anfang an zur Verfügung. Manche müsst ihr euch erst kaufen oder im Conquest-Modus verdienen. Die gewünschte Körbchengröße gibt's natürlich gratis. Als kleine Abwechslung gibt es diesmal einen Mario Kart-Klon. Mortal Kombat sorgt gerade zu zweit für spaßige Duelle. Scorpion attackiert Raiden mit seinem Speerangriff. Volontär André reißt uns dafür beide ins Verderben. Ach ja, Abonnenten der Ab 18 DVD bleiben jetzt dran.